So, hallo, Teil 12 des Grundwortschatzes B1. Weiter geht's. Wir fangen an mit dem Wort fremd. Fremd. Gegenteil von vertraut. Fremd. Wenn ich neu in ein Land komme, bin ich dort fremd. Wenn ich neu in ein Land komme, bin ich dort fremd. Die japanische Kultur ist mir fremd. Die japanische Kultur ist mir fremd. Ich möchte gerne in fremde Länder reisen. Ich möchte gerne in fremde Länder reisen. Das Gebäude. Das Gebäude. Ein großes Haus ist ein Gebäude. Die Schule ist da hinten in dem roten Gebäude. Die Schule ist da hinten in dem roten Gebäude. Viele Gebäude sind klimatisiert. Viele Gebäude sind klimatisiert. Da die Firma zu groß wurde, wurde ein neues Gebäude gebaut. Da die Firma zu groß wurde, wurde ein neues Gebäude gebaut. 223 ist das Wort herzlich. Herzlich. Von Herzen, freundlich, herzlich. Der neuen Lehrerin wurde ein herzlicher Empfang bereitet. Der neuen Lehrerin wurde ein herzlicher Empfang bereitet. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Herzlichen Dank für das Geschenk. Herzlichen Dank für das Geschenk. Herzlichen Dank für dein Abo. Nächstes Wort. Die Hitze. Die Hitze. Gegenteil von Kälte. Die Hitze. Letzten Sommer war die Hitze unerträglich. Letzten Sommer war die Hitze unerträglich. Diese Hitze macht mir sehr zu schaffen. Diese Hitze macht mir sehr zu schaffen. Was tust du gegen die Hitze im Sommer? Was tust du gegen die Hitze im Sommer? Das Kreuz. Das Kreuz, eine Form aus zwei Linien, die sich kreuzen, nennt man das Kreuz. Für Christen ist das Kreuz das Symbol ihres Glaubens. Für Christen ist das Kreuz das Symbol ihres Glaubens. Jesus wurde ans Kreuz genagelt. Jesus wurde ans Kreuz genagelt. Beim Autobahnkreuz musst du rechts abbiegen. Beim Autobahnkreuz musst du rechts abbiegen. Der Experte, das ist ein Fachmann, jemand, der sich gut auskennt, der Experte. Natürlich können auch Frauen Experten sein. Natürlich können auch Frauen Experten sein. Ich bin eine Expertin. Ich bin eine Expertin. Meine Waschmaschine ist kaputt. Da muss ein Experte ran. Meine Waschmaschine ist kaputt. Da muss ein Experte ran. Blass, blass, ohne Gesichtsfarbe, blass. Du bist ganz blass. Geht es dir nicht gut? Du bist ganz blass. Geht es dir nicht gut? Vor Schreck wurde sie ganz blass. Vor Schreck wurde sie ganz blass.
In Japan gilt eine blasse Hautfarbe als schön. In Japan gilt eine blasse Hautfarbe als schön. Das war wieder die Videoallergie. 228. Bald. Bald. In kurzer Zeit. Bald. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bald bekommen wir einen neuen Lehrer. Bald bekommen wir einen neuen Lehrer. Sie ist im 9. Monat schwanger. Bald kommt das Baby. Sie ist im 9. Monat schwanger. Bald kommt das Baby. Jetzt ein ganz einfaches Wort. Der Baum. Der Baum. Ein großes Gewächs mit Ästen und Blättern. Der Baum. Bäume sind gut für das Klima. Bäume sind gut für das Klima. Ich mag Bäume, vor allem sehr kleine Bonsai-Bäume. Ich mag Bäume, vor allem sehr kleine Bonsai-Bäume. Hast du schon mal einen Baum umarmt? Hast du schon mal einen Baum umarmt? Halbzeit. 230. Der Strumpf. Der Strumpf ist eine lange Socke. Der Strumpf. Das Kind ist barfuß. Es sollte Strümpfe anziehen. Das Kind ist barfuß. Es sollte Strümpfe anziehen. Kniestrümpfe heißen so, weil sie bis zum Knie reichen. Kniestrümpfe heißen so, weil sie bis zum Knie reichen. Der Strumpf ist runtergerutscht. Mir wird kalt. Der Strumpf ist runtergerutscht. Mir wird kalt. Der Strand. Der Rand des Meeres. Der Strand. Im Sommer möchte ich Urlaub am Strand machen. Im Sommer möchte ich Urlaub am Strand machen. Es gibt Sandstrände und Kiesstrände. Es gibt Sandstrände und Kiesstrände. Am Strand kann man wunderbar Sandburgen bauen. Am Strand kann man wunderbar Sandburgen bauen. Verschieden. Verschieden. Das Gegenteil von gleich. Sie sind zwar Bruder und Schwester, aber dennoch sehr verschieden. Sie sind zwar Bruder und Schwester, aber dennoch sehr verschieden. Du hast ja zwei verschiedene Socken an. Du hast ja zwei verschiedene Socken an. Er hat zwei verschiedene Bücher mitgebracht. Du kannst dir eines aussuchen. Er hat zwei verschiedene Bücher mitgebracht. Du kannst dir eines aussuchen. Wenn du mir helfen möchtest, abonniere Slow German auf YouTube. Vielen Dank. Weiter geht's. Der Vermieter. Der Vermieter. Jemand, der mir ein Haus oder eine Wohnung gegen Geld überlässt. Der Vermieter. Ich muss meinem Vermieter noch die Miete überweisen. Ich muss meinem Vermieter noch die Miete überweisen. Die Vermieterin hat leider die Miete erhöht. Die Vermieterin hat leider die Miete erhöht. Hast du einen netten Vermieter? Hast du einen netten Vermieter? Das Zeugnis. Das Zeugnis.
Das ist ein Zertifikat über eine Leistung, das Zeugnis. Morgen bekommen die Kinder ihre Schulzeugnisse. Morgen bekommen die Kinder ihre Schulzeugnisse. Mein Arbeitgeber hat mir ein gutes Zeugnis gegeben. Mein Arbeitgeber hat mir ein gutes Zeugnis gegeben. Wenn ich mich für eine neue Arbeitsstelle bewerbe, muss ich meine Zeugnisse vorzeigen. Wenn ich mich für eine neue Arbeitsstelle bewerbe, muss ich meine Zeugnisse vorzeigen. Das Zelt. Ein provisorisches Haus aus Stoff und Stangen. Das Zelt. Manche Menschen übernachten gerne in einem Zelt. Manche Menschen übernachten gerne in einem Zelt. Ein Zelt muss nicht klein sein. Auf dem Oktoberfest gibt es riesige Bierzelte. Ein Zelt muss nicht klein sein. Auf dem Oktoberfest gibt es riesige Bierzelte. Für Kinder ist eine Nacht im Zelt sehr aufregend. Für Kinder ist eine Nacht im Zelt sehr aufregend. Der Stress, Anspannung, Überforderung, der Stress. Ich habe viel zu tun, ich bin total im Stress. Ich habe viel zu tun, ich bin total im Stress. Mach dir keinen Stress, wir schaffen das schon. Mach dir keinen Stress, wir schaffen das schon. Aber nur, wenn es keinen Stress macht. Aber nur, wenn es keinen Stress macht. Die Mauer, das ist ein Bauwerk aus Steinen. Die Mauer. Viele Jahre trennte eine Mauer die Stadt Berlin. Viele Jahre trennte eine Mauer die Stadt Berlin. Zwischen dem Garten unserer Nachbarn und unserem Garten steht eine Mauer. Zwischen dem Garten unserer Nachbarn und unserem Garten steht eine Mauer. Komm, lass uns über die Mauer klettern. Komm, lass uns über die Mauer klettern. Maximal ist das nächste Wort. Maximal, das Gegenteil von minimal. Du hast maximal 2 Stunden Zeit. Du hast maximal 2 Stunden Zeit. Es passen maximal 5 Leute in das Auto. Es passen maximal 5 Leute in das Auto. Ich kann maximal 200 Euro dafür ausgeben. Ich kann maximal 200 Euro dafür ausgeben. 239 ist das Hemd. Das Hemd. Ein Kleidungsstück für den Oberkörper. Das Hemd. Der Mann hat ein schönes Hemd an. Der Mann hat ein schönes Hemd an. An dem Hemd fehlen 2 Knöpfe. An dem Hemd fehlen 2 Knöpfe. Wer einen Anzug trägt, sollte ein Hemd dazu tragen. Wer einen Anzug trägt, sollte ein Hemd dazu tragen. Letztes Wort für heute. Die Durchsage, eine Bekanntmachung. Heute hat der Rektor in der Schule eine Durchsage gemacht. Heute hat der Rektor in der Schule eine Durchsage gemacht. Am Bahnhof hört man eine Durchsage, wenn ein Zug Verspätung hat.
Am Bahnhof hört man eine Durchsage, wenn ein Zug Verspätung hat. Er sollte eine Durchsage machen, damit alle informiert sind. Er sollte eine Durchsage machen, damit alle informiert sind. Das waren wieder 20 Wörter aus dem Wortschatz für B1. Guck dir das Video nochmal an. Ich hoffe, du hast alles verstanden. Es gibt noch mehr Videos wie dieses auf meinem Kanal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war Slow German, der Podcast zum Deutschlernen mit Anni Grubens. Mehr gibt es auf www.slowgerman.com.